Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Sniper Elite Nummer 5. Ja, in der Mission Nummer 2, das besetzte Chateau, das haben wir hier vor uns. Wir haben den Bereich hier, also da noch nicht, aber hier und hier bis da nach unten schon mal erkundet. Hier haben wir angefangen ursprünglich mal, also das alles, das gehört schon uns. Jetzt wollen wir uns ein bisschen weiter in diese Richtung begeben. Wir haben hier wieder einen Checkpoint, da vorne ist auch wieder ein Checkpoint und ich würde ganz gerne jetzt mal nach vor zur Hauptstraße, dann aber da nochmal abbiegen und hier nach unten und dann wieder auf die andere Seite des Flusses. Das ist der Plan. Mal gucken, ob wir den so durchführen können. Plan B wäre gewesen, wir gehen die ganze Strecke nochmal zurück und fangen dann von unten an, das Ganze aufzurollen, aber warum, wenn wir es so vielleicht auch machen könnten? Schauen wir mal. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir haben ja mittlerweile auch eine gute Pistole. Guck mal hier mit 16 Schuss. Insgesamt passen 18 rein. Das haben wir ein bisschen gecraftet in der letzten Folge. Upgrades und so reingebaut. Wen haben wir denn da stehen? Eine Infanterieeinheit. Wolfgang Wagner. Will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Na gut, dann lassen wir mal von dem ab. Sonst ist da drüben eh keiner. Dafür wimmelt es hier nur so von Soldaten im Chateau drin. Da haben wir auch einen als Wache. Engelbert Vogel hat mal als Detektiv gearbeitet, jedoch keinen einzigen Fall gelöst. Wurde vor dem Krieg in den Fahrdienst versetzt. Können wir vielleicht so irgendwie hier rumkriechen? Ich würde nämlich gerne einfach nur da hinein. Okay, der merkt uns nur, wenn wir wirklich kriechen. Wenn wir nichts tun, merkt er nichts. So, und jetzt merkt er überhaupt nichts, weil wir wieder im Gras sind. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, 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 okay. Na, ich bin ja schon sehr gespannt auf das Chateau, ganz ehrlich. Das wird riesig sein, bis wir das mal alles erkundet haben. Bis wir da mal alle Feinde ausgeschaltet haben. Die Minimap ist schon weiß, weil da so viele sind. Jeder weiße Kreis, wir sehen da vorne auch ein paar, heißt ja, dort ist ein Feind, den wir noch nicht entdeckt haben. Sobald wir ihn entdeckt haben, ist das so ein Pfeil wie der da drüben. Aber da sind so viele wahrscheinlich in diesem Chateau drin, da wird ja auch umgebaut. Wobei, Zivilisten gibt es hier, glaube ich, gar keine. Oh, da hockt da jemand drin. Zwei sogar. Infanterieeinheit, unbekannter Soldat. Ah, das sind die mit den Lieferungen hier, die damals bei uns vorbeigefahren sind. Ich erinnere mich. Na komm, ich würde den zweiten gerne markieren. Auch ein unbekannter Soldat. Eieieiei, da oben am Fenster haben wir auch einen. Stefan Schumacher möchte sich unbedingt einen prächtigen, mannhaften Schnurrbart wachsen lassen. Allerdings fehlt ihm der Mut, es zu versuchen. Hätte das doch mal versucht, jetzt ist es zu spät nämlich. Aber wie holen wir uns die da alle? Das ist jetzt mal eine sehr gute Frage, würde ich sagen. Sollen wir uns vielleicht zuerst mal den da drüben holen? Der Einzige, der ihn sehen könnte, wäre der da oben am Fenster. Mal gucken, ob der immer draußen bleibt oder ob sich der irgendwo mal verzieht. Ja, der guckt immer wieder runter, okay. Den müssten wir uns nämlich holen, damit unser Vorhaben irgendwie funktioniert. Ist da jemand? Ist da jemand? Eieieiei. Es kommt auch noch zu uns hier. Ist vielleicht aber gar nicht mal so schlecht. Weil vielleicht ich glaube, das war ein bisschen zu weit weg, oder?
Wollte sagen, vielleicht können wir ihn dann so erledigen. Ne, er geht weiter, er geht weiter, er geht weiter, er verlässt seinen Posten. Was man nie tun sollte. Jetzt natürlich die Frage, ob der das von da ganz drüben sehen kann überhaupt, was wir hier tun. Gehört haben sie es, okay. Dann sollten wir vielleicht die andere Waffe nehmen. Oh, jetzt fahren die auf einmal weiter. Ach so. Na, das geht natürlich auch. Cool, dass sie das erst jetzt machen und vorher nicht getan haben. Das hätte vielleicht ein bisschen früher auch klappen können. Na, herzlichen Glückwunsch. Wo sind denn die jetzt hingefahren überhaupt? Stehen ja eh nur noch da unten rum. So, na zumindest der wäre mal Geschichte. Das war ja, naja, ein bisschen eine Herausforderung fast schon. Hätte ich nicht gedacht, dass der so weit von seinem Posten weggeht, dass wir den so weit wegbringen können. So. Okay, das wäre der gewesen. Huch. Schauen wir jetzt mal. Okay, müssen wir, glaube ich, so erledigen. Dann schauen wir jetzt mal, wie wir uns die anderen holen können, die da unten so sind. Das wird bestimmt nicht leicht werden. Vielleicht hätten wir doch lieber von der anderen Seite kommen sollen. Boah, jetzt kommt auch noch einer durch gerade. Na toll, na toll, na toll, na toll, na toll, na toll, na toll. Schnell speichern. Okay, das ist eh das einzige Schnellspeichern. Es waren lustigerweise wieder die 4 Schuss, die wir benötigt haben. Wir haben es trotzdem nicht mit einem hinbekommen. Gut, einer wird vielleicht ein bisschen too much sein, weil der einen Helm auf hat. So, hat aber trotzdem wieder keiner mitbekommen. Sehr schön, Kopfschuss, 180 EP, alles sauber. Okay. Ich bin gerade am Rätseln, ob das eine gute Idee ist, hier auf diese Seite zu kommen. Ich glaube nämlich nicht. Wenn ich ehrlich sein darf, ich glaube, wir sollten das doch von der anderen Seite aufräumen. Und das machen wir. Wir gehen wieder zurück. Das hat keinen Sinn, hier irgendwas zu veranstalten, was einen überhaupt nichts bringt. Wir gehen wieder zurück und räumen das von der anderen Seite auf. Weil sonst stehen wir hier rum und stehen hier rum und stehen hier rum und bekommen nichts auf die Reihe. Das hat ja keinen Sinn. Dann machen wir das von der anderen Seite, holen uns einen nach dem anderen. Vielleicht bleiben auch ein paar übrig. Mal gucken. Vielleicht müssen wir auch erstmal das Chateau auseinandernehmen, bevor wir die anderen holen können. Je nachdem, wie die halt stehen oder wo wir wen wohin locken können. Warte mal, die Flaschen können wir uns hier gleich mal mitnehmen. Geht aber irgendwie nicht. Warum denn? Ah. Na komm. Die Flaschen will ich haben. Na komm. Ich will doch nur... Ja. So, die Flaschen haben. Sehr gut. Okay. Ja, dann vorbei vor unserem Ursprungsbauernhof. Ach, ihr Süßen. Da sind übrigens diese Fahrzeuge, die da oben jetzt alle warten, damals durchgekommen. Ich hoffe, jetzt kommt keiner. So, und dann räumen wir einfach mal von der Seite auf, würde ich sagen. Wo sind wir denn jetzt? Hier. Okay, dann hätten wir hier ein Häuschen. Und dann kommt der Übergang. Na gut, na gut, na gut. So, so schnell kommt da hoffentlich kein Fahrzeug mehr. Ich sehe da auch gar keine Feinde, muss ich ehrlich gesagt zugeben gerade. Wir sind hier komplett allein.
Das finde ich gut, da schaue ich gleich mal auf die Karte, wie es aussieht, ob wir da was sammeln können, aber hier unten gibt es genau nichts. Okay. Dafür kommt da oben dann ganz schön viel. Gut, dass wir uns für den anderen Stützpunkt da im Wasser entschieden haben, durchzugehen das erste Mal. Boah, wie schön das einfach aussieht. Ich muss es mindestens einmal pro Folge betonen. Na gut, kein Wunder, dass da niemand mehr ist. Das ist ja komplett eingestürzt hier alles. Da ist gar nichts mehr drin. Hängt nur noch die Wand oder das Dach ein bisschen von oben rein. Ah, und da können wir vielleicht mit einer Brechstange was aufbrechen. So, wahrscheinlich eh nichts, was wir brauchen würden. Nee, keine Gegenstände, keine Gegenstände. Na gut. Oh, da kommt ein Fahrzeug. Schon wieder. Jetzt ist die Frage, wo es hinfährt. Hier hin oder da nach vorne? Ah, das ist der kleine Kübelwagen von gerade eben. Der fährt da durch. Da müssen wir ja fast mit der Panzerfaust hier aufkreuzen und die alle über den Haufen schießen. Oder wir lassen die alle aussteigen. Das wäre eine andere Idee. So, erstmal speichern. Und da wird es jetzt nur so vor Feinden wimmeln, Freunde. Da wird es jetzt abgehen. Wir haben den ersten da oben, eine Infanterieeinheit. Bernd Arnold war als Kind in Irland im Urlaub, wünscht sich, dass er eines Tages dorthin zurückkehren kann. Dann haben wir den Kübelwagen mit zwei Leuten drin. Wir haben die Infanterieeinheit. Matthias Hall hat den Ruf, der beste Sänger Bayerns zu sein, hat seit Kriegsausbruch keine einzige Note gesungen und wird dies erst wieder tun, wenn alles vorbei ist. Wir haben da drüben die anderen zwei. Na, okay. Müssen wir kurz mal warten, bis uns die nicht mehr entdecken. Also da geht's auf jeden Fall schon richtig los. Das ist, glaube ich, der uns hier die ganze Zeit entdeckt. Genau, vorsichtig. Uiuiui. 1, 2, haben das mitbekommen. Aha. Ja. Okay, der fährt jetzt zumindest mal weiter. Weißt du, was wir jetzt machen, bevor da gleich der nächste ankommt? Ich lege jetzt eine Mine hier auf. Weil jetzt sind mittlerweile schon so viele Fahrzeuge hier durchgekommen, damit wir das mal ein bisschen unterbinden. So. Dann kann da nichts mehr passieren. Außer die kommen von da hinten, dann kann natürlich schon was passieren. Einer nach dem anderen. Eieieiei. Die haben sogar alle dieselbe Nummerntafel. Aber ich glaube, die sind ein bisschen festgebackt einfach. Das sind nicht Leute, die wirklich da sind. Ich glaube, die sind einfach nur festgebackt gerade eben. Als würde jemand über mein Grab laufen. Bin gerade am überlegen, ob wir vielleicht einfach mal auf den Motor schießen sollen, damit die aussteigen. Sicher ist sicher. Erstmal speichern. Oh. Jeder hat das mitbekommen und jeder steigt jetzt aus. Kopf runter! Eieieiei. Alle haben das mitbekommen dort vorne. Ausnahmslos alle. Na, jetzt so eine Panzerfaust wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Das Gute ist, wir können zumindest die Leute entdecken. Gut, irgendwann wird es wieder ruhiger werden, so wie jetzt beispielsweise.
Es ist die Frage, ob die auch wirklich einsteigen und wegfahren oder ob die jetzt alle draußen bleiben. Es sind schon viele. Das ist wirklich ein Wahnsinn da vorne. Okay, sie steigen alle ein. Aber fahren sie auch weg? Ist eine gute Frage. Die sind einfach festgebackt da vorne. Anders kann man das gar nicht sagen. Die sind einfach festgebackt. Wir hätten Granaten dabei, aber ob wir die so weit werfen können, ich glaube nicht. Und ich habe auch ein bisschen Angst, dass das Chateau dann direkt weiß, was hier abgeht. Nee. Wer hat uns denn da gespottet? Ach, der da oben. Da stimmt das nicht. Guck mal, was da Schönes liegt. Aber wie kommen wir denn dort rauf? Ist da abgeht wie in einer Großstadt? Wie kommen wir da drauf? Kommen wir da von hinten rauf? Gibt es da irgendwo einen Aufgang vielleicht? Da ist eine Panzerfaust. Was wir mit der alles anstellen könnten. Da müssen wir nämlich einmal nur fett dort in die Mitte reinschießen. Ja, ich glaube, da gibt es gar keinen Weg nach oben. Ah, warte mal, da kommt er jetzt. Einer von vielen. Leonard Althaus, ein schweigsamer Mann, der bis zu seinem 10. Lebensjahr kein einziges Wort gesprochen hat. Ah! Es bewegt sich was, die Kolonne bewegt sich. Und jetzt wird spannend, wo der Truck hinfährt, ob wir den jetzt gleich in die Luft jagen. Die bewegen sich endlich! Nee, der fährt gerade weiter. Na Gott sei Dank! Endlich hat sich das hier aufgelöst, Gott sei Dank! Und ich dachte schon, wir kommen hier nie weiter. Guck mal, wie wenige plötzlich hier sind. Es sind da nur noch 4. Von diesen ursprünglich, keine Ahnung, 20? Viel zu still. Das gefällt mir nicht. Wie kann mich der denn nicht sehen? Was wohl da einen gerade los ist? Was? Oh. Ist weg! Ja. 14:04. Oh fuck, der ruft Alarm.
Ach, das läuft auf jeden Fall nicht so, wie ich es haben wollte. Nein, 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 nein. Wo ist denn das plötzlich hin? Ach so, hier 1402. Das ist das Richtige. Da sind ja wieder alle da. Die Hupetanten. Okay, na, ich gehe mal ein bisschen schneller ran. Weil da sind die nämlich losgefahren. Na? Ja, okay, sie fahren. So, und dann können wir nämlich mal Glück haben, den gleich schon mal holen. Der andere muss noch durch. Gehört haben sie es, aber sie wissen noch nichts. Feinde machen Jagd, aber auf wen denn? Sie wissen ja nur, es ist hier irgendwo irgendwas. Sie wissen ja nicht, dass wir hier sind. Na, warten wir mal, bis sich die beruhigen. Oh, wo kommen die zwei denn her? Achso, die sind ausgestiegen da unten. Los, sucht alles ab. Eins schreit dich, was? Wo ist der hin? Komm raus und kämpfe. Ja, toll. Hat ja gut funktioniert. Okay, 14:02, bitteschön. Ja, ja, düt. Na, toll, hat auch wieder jeder gehört. Spieler gesichtet. Ach, das gibt's doch nicht. Okay, weißt du was? Da kommen wir, glaube ich, nicht anders drum rum. Da müssen wir den einfach mal seine Runden drehen lassen. Den kleinen hier. Wir können es ja mal so probieren. Was für schöne Rapsfelder hier. Also vielleicht mal hier hingehen. Würde jemand über mein Grab laufen? Na, wir hätten speichern sollen, wenn die sich hier wieder auseinanderkeilen, wenn die losfahren. Der erste ist jetzt losgefahren, man sieht es auf der Windmap ganz schön. Jetzt fahren die anderen zwei los und die Trucks setzen sich auch in Bewegung. Jetzt ist die Blockade endlich mal aufgelöst. Und sobald die jetzt alle hier mal weg sind, würde ich sagen, wir machen mal eine kurze Speicherung, damit wir uns das nicht jedes Mal anschauen müssen. Das ist schwierig hier. Es wäre natürlich leichter gewesen, hätten wir da nur ein paar Feinde. Gut, jetzt ist es so. Und die große Frage ist, sollen wir uns den da drüben vielleicht zuerst holen oder sollen wir uns den hier zuerst holen? Okay, der geht irgendwo anders hin. Oder doch nicht? Finde ich ja lustig, dass uns der hier dann nicht sieht, wenn wir uns nicht bewegen. Achso, der da hinten war das. Hoppla, das war gar nicht der. Okay. Hier. Das tut mir leid, das ist hier wieder so eine Speicherung. Speichern, laden, speichern, laden. Vielleicht ist es besser, wir gehen von da hinten rüber. Ich würde nämlich zuerst gerne den in den Turm holen und dann alle anderen, die da rumstehen. Können wir das Brecheisen mitnehmen? Ja, ich glaube, das ist diesmal nur so ein Deko-Objekt. Jupp, ich glaube, das ist nur ein Deko-Objekt diesmal.
Okay, nein, 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 okay, der kommt jetzt gleich gucken. Der kommt jetzt gleich gucken, das macht aber nix, das macht nix, das macht nix. Der soll ruhig kommen. Wir können die eigentlich so irrsinnig gut anlocken, wenn die einfach immer wieder hier vorbeischauen, einmal kurz gucken gehen und dann verziehen sie sich wieder. Die zwei Fahrzeuge übrigens sind da oben gerade unterwegs. Auskundschaften beendet. Okay, das war's dann. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, das ist nicht so gut, wenn er hier den Trupp verlässt. Ja, der da oben könnte ein bisschen zum Problem werden. Wobei. Funktioniert schon. Da hinten haben wir übrigens den Alarm. Und den da oben müssen wir uns holen. Wir können vielleicht eine Flasche da drüben irgendwie hinwerfen, dass die dort abgelenkt sind und wir dann irgendwie da raufkommen können, wenn sich der oben dreht. Oh! Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Da ist jemand über unsere Mine gefahren da unten. Fahrzeug zerstört. Der wäre jetzt nämlich sicherlich gleich wieder hier zurückgekommen. Sehr schön. Das war jetzt eigentlich mehr oder weniger unabsichtlich, aber sehr schön. Da hinten brennt es jetzt. Ja, kundschaftet. Wer kundschaftet denn jetzt hier? Bitte, wer ist hier am Kundschaften? Ah. Ah, die dahinter kundschaften. Natürlich kundschaften die. Versteckt euch! Yep. Die zwei kundschaften. Wo ist der zweite hin? Keine Ahnung. So, was ist mit dem da oben jetzt eigentlich? Müssen wir uns auch holen, die beiden. Aber ich würde jetzt gerne mal hier weitermachen. Gut, wir können hier eh nicht hin, wenn der gerade guckt. Ich hoffe, die Kundschaften noch ein bisschen. Ganz ehrlich, da ist gerade ein Wagen vorhin explodiert. Das kann eine Weile dauern, bis die Umgebung erkundet haben. Noch einer. Zu fünf sind die hier. Der dreht sich einfach nicht um da oben. Ah, jetzt. Okay. Was war das? So, na guckt mal. Hallo? Was? Gefällt mir nicht. Wach auf. Ups. Ah, ich glaube, da kommt das Fahrzeug jetzt gleich wieder. Ah, nee, da kommt der Kübelwagen dahinter und die werden jetzt kundschaften vermutlich. Los, los, los. So, die haben uns aber wenigstens mal markiert. Wie sollen wir uns die hier bitte schön holen? Da weiß doch jeder, wo wir sind. Ich glaube, es ist doch nicht mal der, der hier steht, der uns entdeckt, sondern der, der da hinten steht. Ha 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 ha.
Ach Gott, das ist ein Wahnsinn hier. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Es sind nicht viele Leute. Es sind wirklich nicht viele. So, wer kommt diesmal wieder in Kübelwagen? Aber wie die da platziert sind... Okay, der hat sich jetzt alle mal ein bisschen beruhigt. Boah, fuck. Wer ist da? Niemand. Oh, der kommt hinunter. Was ganz was Neues. Na toll, da kommt ein Kübelwagen. Nee, schnell speichern, das war's. Ja, ich sag's euch, Freunde, ich sag's euch. So, der kommt jetzt. Dann gehen wir. Der kommt, wir gehen. Werfen wir vielleicht nochmal so eine Flasche irgendwo da hinten hin. Probieren wir. Granate kommt! Runter! Wir wissen ja trotzdem noch nicht, wo wir sind. Ob das jetzt ein Kampfmodus ist oder ob das jetzt immer noch so ein Wir-Kundschaften-Mal-Modus ist. Es ist immer noch ein Wir-Kundschaften-Mal-Modus. Weiter, Bären! Haltet die Stellung! Oh, fuck. Hat er was von Eindringling gesagt? Also ich habe nichts mehr gehört. So, jetzt weiß wahrscheinlich wieder gleich die ganze Hütte Bescheid, dass wir hier sind. Was ist mit ihm? Achso, der ist tot. Der steht da nur so komisch. Okay. Schon mal so weit sind, dann gehen wir mal aufs volle Ganze, würde ich sagen. Ah.
Immer noch Kampf oder ist jetzt wieder alles sauber? Wer will denn noch? Ach, die da hinten wollen noch. Uiu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 
Ich will hier nicht einfach nur so durchballern, damit dann... Naja, die ganze Map weiß, dass wir hier sind. Ruhig und gelassen. Auch wenn wir noch ein paar Mal laden müssen. So, da hinten. Das, was gerade auf der Map flunkert, das ist unsere letzte Position. Können uns ja mal die da hinten holen. Sieht cool aus, hat aber wieder keinen Sinn. Können wir gleich nochmal laden. Aber das ist nicht leicht, da hinzukommen. Ganz ehrlich, Freunde. Vielleicht schaffen wir es damit noch. Oh. Na, damit schaffen wir es definitiv weit. Gut, ich kann mich ja eigentlich nur bei mir selber beschweren, weil ich habe das extra so eingestellt, dass die Feinde ganz schlau sind. So, aber jetzt. Jetzt sollte keiner einen Plan haben, wo wir hingehen. Natürlich hat der wieder einen Plan. Kommen wir nicht raus. Da kommen wir noch nicht raus. So, jetzt mal direkt hinter ihn. Ach so, die ballern jetzt einfach irgendwas ab gerade. Okay. Vergiss es. Das kann ja bitte nicht sein, dass das so schwierig ist, da ums Eck zu kommen. Da stimmt das nicht. Ich will ja nirgendwo hin. Ich will ja nur nach da unten. Zum Traktor, vielleicht ein bisschen weiter. Einfach in ein Gebiet, wo mich jetzt so schnell niemand sieht. Ich glaube, jetzt haben wir's. Ja, jetzt haben wir's. Gott sei Dank. Nach dem 10. Anlauf. So, die gucken jetzt alle ganz gespannt. Das haben wir ja schon. Das kennen wir ja schon. Der guckt jetzt hier. Dann kam irgendwann ein Kübelwagen. Mal gucken, ob der jetzt gerade ausfällt oder abbiegt. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Ah, da hinten kommen da jetzt diesmal. Die kommen auch immer von einer anderen Richtung, habe ich das Gefühl. Und fährt da hinein. Und fährt da auch durch. Der bleibt gar nicht stehen. Okay. So, dann warten wir mal, bis sich die beruhigen, würde ich sagen. Und dann machen wir mal ein kleines Folgenpäuschen. Naja, haben wir ja ein bisschen weniger in dieser Folge durchgebracht, als ich eigentlich geplant gehabt habe. Wir haben diesen mittleren Posten noch nicht eingenommen. Das war ja eigentlich mein Ziel für diese Folge, dass wir zumindest diesen mittleren Posten hier einnehmen können. Können wir da vielleicht irgendwie von der anderen Seite aufkreuzen? Dass wir wirklich mal sagen, wir gehen vielleicht zuerst mal da nach hinten und machen das dann von oben.
Weil da schauen wir die wenigsten nicht die ganze Zeit an. Okay, alles sauber. Die haben sich wieder beruhigt. Okay. Die haben sich wieder beruhigt. Alles gut. Dann würde ich mal sagen, zum Abschluss, damit wir überhaupt noch irgendwas erledigt haben in dieser Folge, holen wir uns mal die da unten, beziehungsweise den einen. Ich glaube, der Truck ist mittlerweile schon weg. Der ist so oft gespawnt. Der, was da damals explodiert ist. Was liegt hier rum? Oh. Na gut, dass wir nicht geschossen haben gerade. Theoretisch sollten wir das so auch hinbekommen. Der fährt auch nach oben. Keeps him out of action for a while. So. Rein da mit dem. Und einmal durchsuchen. Immerhin eine Tellermine, die können wir dann gleich mal wieder platzieren für den nächsten, den wir erledigen wollen. Na gut, Freunde, wir haben zumindest ein paar Feinde markiert. Da hinten ist auch einer. Guck mal, wo der da rumläuft. Ach du Scheiße. Der entdeckt gleich Leichen. Ach du Scheiße, den müssen wir uns schnellstmöglich holen. Kundschaftet? Hä, der kundschaftet? Warum kundschaftet der? Kennt sich, glaube ich, selber nicht aus. Be harder to spot me in that grass. Ja. Jetzt ist keine Zeit für gute Reden. Da vorne ist jemand, der könnte was entdecken. Wie kommt denn der da bitte schön hin? Wo ist er denn überhaupt? Eieieiei. Das ist der nämlich von gerade eben, denke ich. So, Auskundschaften beendet, Gott sei Dank. Der, was die Leiche hier entdeckt hat. Was macht der hier? Da vorne läuft er rum. Wie nichts dir, nichts unbekannter Soldat. Bleibst du stehen? Das glaube ich aber auch, dass wir das jetzt hier noch brauchen, dass hier unten irgendjemand Leichen entdeckt. Na, immerhin 5 MP-Schuss haben wir da. Na gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, wir fangen in der nächsten Folge mal wieder hier an und gucken mal, ob wir von der Seite ein bisschen mehr Glück haben. Wir haben es hier versucht, dann haben wir herausgefunden, da staut sich alles, sind von der anderen Seite gekommen, hat sich da alles gestaut. Nachdem sich ja diese Blockade mittlerweile aufgelöst hat und wir wissen, es sind hier unten 5 Leute und da oben nochmal 2 oder 3, können wir es ja in der nächsten Folge nochmal versuchen und von hier nach unten durchstoßen. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir haben weiterhin natürlich die Kirche da unten, wir haben diesen Platz hier und da drüben, also es ist auf jeden Fall noch einiges zu tun hier in dieser Mission, aber wir wissen zumindest schon mal, auf was wir uns hier einlassen. Danke dir fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!